Hallo, liebe Leute. Erster, sehr, sehr gut. Grüße aus Bochum. Und wie gesagt, ihr wisst, was bei mir angesagt ist. Immer Hi aus der Altstadt. Da freue ich mich doch. Hoffentlich die Düsseldorfer Altstadt. Wie ihr wisst, was angesagt ist, ihr könnt immer Leute grüßen. Ich grüße gern für euch die Oma in Wuppertal, der Vater in Dortmund, wie auch immer. Und grüßt und schreibt Themenquiz auch, wie gesagt immer. Das freut mich doch sehr. Ja, Winston, wenn du was Schönes siehst, schrei raus, ne? Wie gesagt. Na klar. Wie immer. Grüße an Moritz und meine Mama. Hab ich verpasst, wer das geschrieben hat, aber freut mich. Grüße aus Hamburg, Magdeburg. Wow. Simpson Quiz. Simpson Quiz, absolut. Der Winston wird alles aufschreiben später. Genau. Kaiserslautern, Essen. Wow. Wie gesagt, ihr wisst, was auch heute später noch ist. 20 Uhr haben wir ein Sportquiz vorbereitet. Also schickt mal ein paar Fußbälle, Tennisbälle, was auch immer. Mein Bruder Jan hat Geburtstag. Ja, hallo Jan. Alles Gute zum Geburtstag von mir, von deinem Namensbruder Jan. Erstmal herzlich willkommen ja, zum ja. Star Zocken, Trek dem Quiz, alles Sammler. klar. Schreiben wir auf. Machen wir. Grüße an Scorpi. Hi aus Greiz. Wir sind gleich 10.000 Leute. Das freut mich. Sehr. Mein Bruder Jonas hat Geburtstag, alles klar. Da sehe ich ein paar Fußbälle, Handbälle, Tennisbälle oder eure Lieblingssportart. Schickt mal gerne Tennis, sehe ich da auch gerade. Grüße aus Henningsdorf. Ja. Netflix-Quiz, absolut. Harry Potter-Quiz haben wir alles natürlich schon dran gedacht. Weiß ich doch, liebe Leute. 10.000 Leute, ich mag Fußball, ich auch. Grüße an Jana. 2020 Quiz, One Prize. Uff, auch da ist eine Menge los. Da ist eine Menge los. Vorschlage. Ja, freut mich alles, freut mich sehr. Draußen Grüne ist, glaube ich, gerade so ein Gartenquiz auch in der App, ne? Oh, Musikquiz habe ich da gesehen. Das wäre was. Musikquiz gefällt mir auch immer. Wir sind schon wieder 11.000 Leute, freut mich. Und dann sage ich mal so, herzlich willkommen, meine lieben Leute. 18 Uhr, ihr wisst, was da ist. Da bin ich wieder da. Jan Tauer, euer Freund und Helfer in der traurigen Corona-Zeit. Und ich bin natürlich nicht alleine. Mit mir habe ich meinen lieben Kollegen, den Winston. Grüß dich, Winston. Grüß dich, Jan. Sehr schön, dass du da bist. Ist übrigens Berliner, der Winston. Sehr gut. Sehr guter Mann. Ja, ihr wisst, wie gesagt, was auch heute wieder ansteht. Ich habe natürlich wieder 12 Fragen für euch vorbereitet. Und 12 Mal will ich eine Antwort hören, natürlich. Gerne eine richtige Antwort. Antwortet ihr falsch, fliegt ihr nämlich leider raus. Aber bis Frage 7 könnt ihr den Rettungsring benutzen. Das heißt, antwortet ihr falsch oder drückt ihr falsche Antwort, ratet falsch sogar, könnt ihr mit dem Rettungsring automatisch eine Runde weiterkommen. Nur bis einschließlich Frage 7. Und apropos Rettungsringe, die könnt ihr, wenn ihr Freunde einladet, Winston, scroll mal kurz hoch, die könnt ihr dann einladen. Wenn ihr Freunde einladet, könnt ihr automatisch Rettungsringe gewinnen. Und Preispott haben wir auch. 4.000 Tickets im Pott und obendrauf noch 400 wunderschöne Rettungsringe. Wie gesagt, ihr seht, wie gut ich drauf bin heute, weil ich bin gleich noch mal live, 20 Uhr. Nach diesem Quiz machen wir kurze Pause, ich esse ein kleines Butterbrot und dann 20 Uhr machen wir noch mal ein Sportquiz. Habe ich mir richtig schwierige Fragen vorbereitet. Seht ihr hier, 20 Uhr, also vergesst das nicht. Stellt euch den Wecker nach dem Quiz direkt, damit ihr Bescheid wisst. Morgen haben wir übrigens auch ein Krimi-Quiz vorbereitet mit Annika und Winston. Da hat sich der Winston ein paar gute Sachen überlegt und wir sind natürlich auch wieder am Donnerstag live. Das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 18 Uhr und heute extra nochmal eine kleine Extra noch um 20 Uhr. Also ich freue mich tierisch und ich denke mal, wir schießen gleich ganz in Ruhe los durch Frage Nummer 1 und 2 und 3 und 4. Aber wie gesagt, denkt dran, 20 Uhr bin ich wieder live. Also vergesst das nicht, seid bitte online. Frage 1, wir legen los. Wer ärgert sich häufig über Pollen? Legastheniker oder Allergiker? Legastheniker vielleicht Ich auch. will jetzt nicht so sein, aber die Zeit hat wieder angefangen. Ich habe damit leider Probleme. Winston, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe da den Glück, ich habe da überhaupt keine Probleme. Sehr, Zum Glück. sehr gut. Pollen ist natürlich das Schlimmste, was es gibt für unsere Allergiker, ist die richtige Antwort, liebe Leute. Und das wussten heute 15.317 Leute. Sehr gut. Ich denke mal, seid ihr Allergiker, könnt ihr mal so ein kleines Daumen hoch schreiben. Ihr habt meinen Respekt und meine Liebe. Ich bin auch leider Allergiker. Egal. Zweite Frage. Geht weiter. Woraus besteht ein Bernstein? Lava, Pflanzenharz, Honig oder Sand?
Weißt du, wie ein Bernstein aussieht übrigens, Münzen? Das sind ja so kleine gelbe Steine, ne? Das sind so gelb-gold leuchtende Steine. Mhm, sehr, ja, sehr beliebt oben in Skandinavien. Genau, richtig. Das sind so gelblich-halbdurchsichtige Edelsteine und die sind aus Pflanzenharz, ist die richtige Antwort. Das wussten 13.078 Leute. Wow, wir haben ein paar Leute verloren an Sand. War ein bisschen schwieriger. Für mich eigentlich nicht. Ich hätte gedacht, dass ihr es weißt. Ihr wisst. Aber ja. Aufgepasst, wie gesagt, es wird noch schwieriger. Also gebt Gas, liebe Leute. Wie heißt Gargamels Katze in die Schlümpfe? Azrael, Findus, Mimi oder Garfield? Wisst ihr das, Freunde? Ich hoffe, ihr kennt die Schlümpfe. Das sind doch diese kleinen blauen Figürchen. Mama-Schlumpf, Papa-Schlumpf und Garfield, kann ich jetzt schon mal sagen, ist natürlich eine andere Katze. Das ist die dicke Katze, die so gern Lasagne isst. Richtige Antwort. Hier ist natürlich Azrael, ist die Katze. Das wäre natürlich ein Frevel, wenn ich das nicht korrekt beantworte. Leute, ja, wie gesagt, da haben wir auch wieder ein paar Leute verloren. Was ist denn hier los, Freunde? Konzentration, es ist wirklich wichtig. Frage 4 geht es an meine griechischen Freunde. Lautet wie folgt. Welches dieser Getränke ist das Nationalgetränk Griechenlands? Uso oder Negroni? Was soll denn Negroni sein? Nicht so leicht. Nicht so leicht. Ich sag mal, ich trinke Uso. Was machst du Uso? War damals mein super Anmachspruch in der Disco. Die Leute können nicht beantworten. Was ist in Negroni drin, Winston? Du als alter Barkeeper musst das wissen. Negroni ist ja ein italienischer Cocktail mit Gin, Campari und Martini Rosso. Siehste, danke für die Hilfe. Richtige Antwort ist aber Uso, den man gerne mal als Shot trinkt. Das wussten 13.100 Leute, sehr gute Arbeit. Und vor Frage 5, gucken wir uns kurz ein Bild an. Irgendwas Japanisches? Schönes Gebäude, ja. Aber die Frage hierzu lautet, wie heißt diese Art von Gebäude? Ist das die Synagoge, die Moschee, die Tekke oder die Pagode? Ja, kleiner Tipp von mir, das ist oft in Asien zu finden, also so Myanmar und Taiwan und so, da ist es oft zu finden. Winston, hättest du was ausschließen können, spontan? Das ist natürlich Moschee und Synagoge, wenn man mal ein bisschen Religion studiert hat. Ja, so Tekke weiß ich jetzt nicht, was es ist. Richtige Antwort ist aber Pagode, liebe Leute. 10.700. Ja, was denn wow. Tekke ist wir gehen weiter mit 10.000 Leuten in die nächste Runde. Wir haben noch 15.000 im Chat, das heißt, wir haben ein gutes Publikum. Mhm. Jetzt kommt so eine kleine Biologie-/Erdkunde-Frage. Welches Tier scheidet als einziges der Welt würfelförmigen Kot aus? Schildkröte, Koala, Wombat oder Delfin? Ja, jetzt muss man sich mit Tieren auskennen. Ich nehme mal den Wombat. Schildkröte habe ich noch nie Kot gesehen. Koala, glaube ich, weiß man auch nicht. Ist das nicht so wie Katzen? Willst du eine Ahnung? Nee, überhaupt keine Ahnung. Oder ich hätte die Frage nicht gewusst. Ich sehe ja die Antwort, aber ich hätte die Frage nie gewusst. Ja, richtig ist auf jeden Fall Wombat, ein Beutelsäuger, der in Australien lebt und als einziger auf der Welt würfelförmigen Kot. Wow, hätte man so nicht gedacht. Letzte Frage von dem Rettungsring. Freunde, wo ist er? Da ist er, Frage 7. Danach seid ihr komplett auf euch allein gestellt. Also Konzentration wie immer. Sportfrage, wie nachher um 20 Uhr auch. Da freue ich mich schon drauf. Welchen Spitznamen trägt Dirk Nowitzki in den USA? German Shepherd, Kanzler, The Dirkstar oder German Wunderkind? Coole Spitznamen. Coole Spitznamen. Dirk, der Kanzler, Nowitzki vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, das hätte ich natürlich gewusst. Ich hoffe, ihr auch. Ja. Der Dirkster sehe ich im Chat. Na, richtiger Antwort ist natürlich German Wunderkind. Und das wussten 7.964 Leute. Sehr gute Arbeit. Jetzt seid ihr komplett auf euch allein gestellt. Und vergesst nicht weiter zu grüßen im Chat. Ich grüße gerne, wie gesagt, eure Freunde, Familie, alle, damit das hier eine schöne Gemeinde wird. Und vor Frage 8 gibt es ein Bild. Ach so. Wie hieß er? Jigsaw? Jetzt muss man natürlich die Filme gesehen haben, war eine meiner Lieblingsserien übrigens. Wie bewegt sich dieser Filmbösewicht am liebsten fort? Bobbycar, Rollschuhe, Dreirad oder Tracker? Wie heißt der dazu passende Film, lieber Winston? Das ist natürlich die Saw-Gruppe von Filmen, ne? Die Saw-Serie. Genau, die Saw-Serie. Und wie Saw immer so schön sagt, das Spiel ist vorbei. Ne? Immer so schön, wenn er dann reingerollt kommt auf seinem
Dreirad ist die richtige Antwort, das wussten. Wow, 4.992 Euro. Ich habe nie gesehen, diese. Hast du viele verloren hier bei der Frage 8. Ich hätte es natürlich gewusst, weil ich die Filme liebe. Lara, liebe Grüße an dich von mir. Sehr gut, sehr gut. Frage 9, da könnte es euch helfen, wenn ihr so ein bisschen Spanisch könnt. Also hört genau zu. Wie alt sind lateinamerikanische Mädchen, wenn sie ihre Quinceañera feiern? 11, 12, 15, 16. Und jetzt erklärt euch kurz der Winston, wie es dazu kommt übrigens. Kannst du das kurz erklären? Na klar. Quinceañera ist natürlich die Feier, wenn man 15 Jahre alt wird in lateinamerikanischen Ländern. Das kommt natürlich von das Wort 15 oder die Nummer 15. Auf Spanisch ist es natürlich Quince. Quince, bravo. Okay, 15 ist richtig und das wussten 3.300 Leute. Gut, gut, gut. Das heißt, wir gehen mit 3.300 in den Final Countdown, die letzten drei Fragen. Und jetzt die Frage 10. Da müsstet ihr, wenn euch den Push angeguckt habt, den ich euch am Anfang geschickt habe, mit Hugh Hefner. Das kann euch jetzt helfen. Aufgepasst. Neben wem liegt Playboy-Gründer Hugh Hefner begraben? Marilyn Monroe, Grace Kelly, seine ersten Ehefrau oder Lady Di? Marilyn? Normalerweise denkt man, müsste doch eigentlich das eine sein, ne? Aber ganz, ganz kurios. Ganz, ganz kurios. Finde ich, in meiner Meinung, ich hätte damit überhaupt Grace nicht gerechnet. Kelly, oder was? Aber wahrscheinlich war er ein ganz großer Fan. Lady Di, na? Richtige Antwort ist Marilyn Monroe. 1867 Leute wussten das. Sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Das heißt, zwei Fragen haben wir noch. Vergesst weiter nicht zu grüßen. Schöne Grüße aus Moiental. Grüße an Chochenna. Sarah, bist du denn noch da? Ja, ja, wie gesagt, könnt ihr bitte Sophia, meine beste Freundin, grüßen. Möhre, deine beste Frau Sophia, freut mich. 10.000 noch im Chat, 1.800 noch dabei. Das heißt, ihr habt jetzt ein richtiges Fußballstadion, das euch anfeuert. Und jetzt geht es ein bisschen ans Geld verdienen, wenn ihr es gemacht habt. Passt genau auf. Wie nennt man eine Zeit stetig sinkende Kurse an der Börse? Bärenmarkt oder Bullenmarkt? Sinkende. Ja, auf 50-50. Ich glaube, das ist Bärenmarkt. Ja. Jetzt muss man wissen, wann der Bär zum Einsatz kommt oder wann der Bulle zum Einsatz kommt. Ich glaube, es gibt diesen Bär und Bullen an der New Yorker Börse. Ne? Der Bullen gibt es da an der New Yorker Börse. Oder Bullen gibt es an der, genau. Richtige Antwort ist Bärenmarkt. Das wussten 1076 Leute. Wow. Ja, aber fast für die Hälfte verloren. Und Winston, kannst du das kurz erklären, wo das kommt? Also der Name für Bäre auf Französisch ist Buzz, B-A-I-S-S-E. Und das übersetzt wäre dann Fallen auf Französisch. Genau. Und das hat man dann halb übersetzt auf Deutsch für Bäre. Bäs heißt Fallen. Bäs. Und deshalb sind das die fallenden Kurse an der Börse. Bärmarkt ist richtig. 1.000 Leute haben wir noch dabei, 9.000 im Chat. Also letzte Frage, Freunde. Jetzt guckt euch kurz ein Video an. Peter Fox. Ja, ja, ja. Und die Frage hierzu lautet, was samplete Peter Fox in seinem Album Alles Neu? Beethovens 9., Leningrader Sinfonie, Der Ring des Nibelungen, Thema aus Harry Potter. Boah, richtig schwierige Frage. Richtig schwierige Frage. Hättest du es gewusst? Der Ring des Nibelungen vielleicht? Nee. Aber du hast gesagt, dass Peter Fox ist ein One-Hit-Wonder gewesen, ja, ne? Mehr oder weniger. Er hat irgendwie nur zwei Albums gemacht. Oder ein Album und dann ein paar Solo-Hits. Mhm. Oh. Hat seit 2012 keine Solo-Musik mehr gemacht, soweit ich weiß. So kann es nämlich sein. Richtige Antwort ist Leningrader Sinfonie. 270 Leute haben gewonnen. Und Winston, zeig mal ein paar Gewinner hier. Was haben wir dabei? Random Splasher, Hanna 36517, Okay, Nico, Jonas, Guest 2333816, Q58, M. Helme, Mama Bex, Flutschfinger 030. Grüße an Hannes im Chat, Lea 2010, ich grüße dich. Und Leute, vergesst nicht, 20 Uhr bin ich wieder live. Es gibt wieder einen Preisspot zu gewinnen und Winston ist dabei. Sportquiz. Ich hole Fußball, Tischtennis, ich hole alles raus, dass wir hier Gas geben. Also wie gesagt, um 8 Uhr sind wir wieder live. Ich bedanke mich heute und ich sage einfach mal, bis gleich, ne, Winston? Oder? Bis später. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ja, da bin ich ja mal wieder schön rausgeflogen heute. Ja, das ist natürlich ein großes Problem, wenn du dann bei einigen Fragen jetzt nicht diese spezielle Fremdsprache kannst. Ich kann kein Spanisch. Insofern konnte ich da jetzt eigentlich auch nur raten.
Mit der Leningrader Symphonie, das hätte ich, glaube ich, auch nicht gewusst. Also, na, und da haben wir ja schon wieder gesehen, es sind ja nur mal 270 Leute durchgekommen. Also bewegen wir uns wieder auf das normale Maß zurück. Ich werde dann wahrscheinlich um 20 Uhr nochmal ein Video machen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass ich innerhalb der ersten drei Fragen bestimmt schon rausfliege. Und ich werde dann wohl auch keine Rettungsringe benutzen, weil bei Sport habe ich eigentlich fast gar keine Ahnung. Da kann ich dann davon ausgehen, dass ich bei der nächsten Frage dann wieder rausfliege. Naja, wir werden sehen. Vielleicht kann ich ja gut raten. Wollen wir mal gucken, wie sie das denn machen. Und dann würde ich mal sagen, bis gleich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.